Wir sind die Frauen am Brunnen im August 2023. Und möglicherweise sprechen wir heute über das Schweigen. Und wie normalerweise machen wir ein kurzes Check-in und dann gehen wir ins Thema. Wer mag anfangen mit Check-in? Ramona, du sitzt rechts von mir auf dem Fenster. Ich Und sitze auf dem Fenster. ja, du sitzt auf dem Fenster, mach du das doch mal. Dann nehme ich die Vorlage mal an. Im Sinne, ich habe gestern den Handwerker da gehabt und habe mir in meinem Schlafzimmer ein Fensterbrett einbauen lassen. Das heißt, also über das, was sowieso da ist, weil es ja eine Mietwohnung ist, einfach nochmal eins rüberbauen lassen, was breiter ist, wo auch Blumentöpfe raufkommen und nicht gleich runterfallen. Ansonsten, ja, bin ich davon geschafft und habe ja vorbereitet gestern der Handwerker und heute alles wieder irgendwie hinterhergeputzt und bin Knülle. Also Gut, dann kannst du ja mal weitergehen. dann gebe ich weiter nach Kalifornien. Danke. Ich bin die Kalifornierin. Also ein Augenblick tauche ich auf. Aber ich bin noch mit nassen Haaren und in einem Tuch. Also genug davon. Und es ist nämlich sehr heiß hier und ich war gerade im Schwimmbad. Ja, also bei mir, also was ist los bei mir? Ja, heute habe ich einen sehr komplizierten Tag und darum muss ich mich vorbereiten. Aber was sonst? Also in ungefähr 10 Tage ist mein 65. Geburtstag. Die Beatrice, meine Tochter, wenn, also vielleicht einige von euch sie nicht kennen, hat gemeint, das sei ein sehr, also 65 in Amerika ist so Retirement Age, obwohl das mich nicht antrifft, überhaupt. Aber wir werden dann nach New York fliegen und dann es ist leider ein sehr guter Freund von mir gerade gestorben und sein, was heißt Funeral? Also in der Kirche so ein Memorial Service. Wie heißt das? Ein Memorial Service. Nicht Begräbnis, sondern ich weiß nicht. Aber ich will spielen, also Geige spielen für diese. Und das war eigentlich der Anlass. Für meine Entscheidung nach New York zum Geburtstag zu fliegen. Also ursprünglich wollten wir uns in Kanada treffen, aber das ist viel zu teuer. Und ich finde es irgendwie schön. Also er war ein sehr guter Freund, ein sehr lieber Mensch und ist ziemlich jung. Also er hat Demenz gehabt. Und irgendwie. Also ein neues Jahr für mich, aber auch ihn zu ehren. Ich weiß nicht, das für mich ist symbolisch irgendwie gehört das zusammen. Und ja, und wir planen jetzt diese Reise. Und sonst ist nicht sehr viel los. Und ich gebe weiter an die Anneliese. Ja, danke schön. In Ungarn ist der Tag schon fast zu Ende. Fängt nicht erst an. Ist auch sehr heiß hier. Und ich war heute trotzdem einkaufen in der nächstgrößeren Stadt und Geld abheben, weil jetzt hoffentlich demnächst doch die Handwerker kommen. Und da muss ich irgendwie flüssig sein, um die auch bezahlen zu können. Also habe ich mich heute trotz der Hitze in die Stadt begeben. Genau. Und ich gebe weiter an die Birgitta. Ja, hallo. Ich bin derzeit noch im Dunkeln, weil ich bin gerade heimgekommen und lüfte diesen Dachboden und da kann ich kein Licht brauchen, sonst kommen lauter Viecher und werde dann einmal hell werden. Und wir waren wieder in Oberösterreich im Garten, habe viel Garten gearbeitet und geschwommen im See. Das ist so die letzten heißen Tage, ist meistens Kindergarten oder See oder eine Mischung von dem Ganzen. Und jetzt soll es dann
kalt und anders werden. Das wird man sehen, wie sich das fürs Leben auswirkt. Und ich weiß jetzt nicht, wer schon alle dran war, weil war denn noch nicht dran? Dann gebe ich weiter an die Anna. Du solltest dein Mikrofon anstellen, irgendwie. Okay, also ich komme vom Tanzen. Das erste Mal nach diesen Wochen, wo es ja so heiß war, da bin ich nicht gegangen. Und es war heute, ja, hat gewittert. Und trotzdem war es nicht so schön, einfach weil, keine Ahnung, schwitzen die Männer mehr als die Frauen. Also um mit klatschnassen Männern zu tanzen, Contact zu tanzen, war jetzt nicht so das Tollste. Ich bin kreativ. Morgen mache ich nochmal also mit Ton eine Gestalt, eine Tänzerin. Freue ich mich drauf. Genau. Und ja, und trotzdem war das Tanzen einfach wieder schön. Punkt. Genau. Danke, ich gebe weiter an die Elke. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. bin ein bisschen müde. War ein ganz schöner Tag heute. Nette Kontakte gehabt und auch unangenehme Dinge zum Teil erledigt, sowie Steuergeschichten und Bürokratiekram. Unangenehm, aber morgen kann ich da was zu Ende bringen und das fühlt sich ganz gut an. Soweit erstmal zurück an Heidi. Ja, danke. Ihr beide seid also in Deutschland und auch die Ramona ist in Berlin. In welcher Stadt bist du denn, Elke? In der Nähe von Göttingen. Ah, okay. Und ich bin in Italien. Jetzt haben wir doch immerhin Ungarn, Kalifornien, Österreich, Italien und Deutschland. Und Berlin ist ja noch mal was Extras. Das kann man noch. Die Berliner. Ja, gut. Also bei uns war es heute noch mal sehr schön heiß. Und ich habe ja noch in einem Zimmer ein Klimagerät gehabt. Das habe ich heute eingestellt. Das geht jetzt auch nicht mehr. Und wenn man es reparieren will, dauert es eh 2 Monate und dann brauche ich es ja eh nicht mehr. Ich habe mich ganz spät entschlossen, dachte, ich wäre doch ganz schön 2 Grad weniger in der Wohnung. Aber naja, so ist halt so, wie es ist. Im Grunde kann ich es ganz gut aushalten und sage immer, ich bin ja in Italien, weil ich endlich mal nicht frieren will. Nicht? Und das habe ich ja jetzt im Moment. Ansonsten, ja. Heute früh war jemand da, der vielleicht hier wohnen möchte und dann das Landwirtschaft, also Garten machen und sowas. Mal gucken, wie das so weitergeht. Mal ein bisschen und so, ne, gesprächsmäßig betastet. Und ja, ansonsten freue ich mich auf das Thema. Ich bin eben vor kurzem, da gibt es im Kontrafunk diese Philosophieren-Sendung immer am Montag und ich habe es in dem Replay gehört. Und da dachte ich, schade, dass Marie Rose nicht da ist. Sie sagt ja auch immer gerne, sie möchte mehr schweigen und anfangen, erst mal kurz 3 Minuten oder 2 Minuten eine Schweigezeit. Und dann habe ich gedacht, das ist doch eigentlich ein ganz gutes Thema. Was ist Schweigen? Wozu dient es? Ist es immer das Gleiche, wenn man nichts sagt? Oder was transportiert man mit dem, dass man schweigt oder eben nicht schweigt? Was kann man daraus schließen und so? Ist das okay, wenn wir darüber sprechen? Also ich habe daran gedacht, zum Beispiel in der Musik, machen die Pausen ja eigentlich erst die Musik. Sonst ist es ja immer so ein Ineinandergehen und diese kleinen Pausen und diese, die wie soll ich sagen, die, ja, Victoria sagt ja, genau. Die machen auch die Phrasierung, die machen auch die Betonung und auch in der Sprache. Wenn man eine Pause macht, dann ist das, was man dann anschließend sagt, hat es ein anderes Gewicht. Ne? Es ist ein Stilmittel und sonst noch was. Und da wollte ich euch einladen, da mal ein bisschen eine Sammlung zu machen. Wie seht ihr Schweigen? Wie benutzt ihr Schweigen? Wozu benutzt ihr Schweigen? Und welche Sorten von Schweigen gibt es? Jedenfalls gibt es Menschen, mit denen kann man gut zusammen sein und gut zusammen schweigen. Und dann gibt es Menschen, da ist es seltsam, da wird es immer komisch, wenn man schweigt, weil irgendwie so ein Gefühl ist, man müsste reden oder so. Und das ist eine Beobachtung.
Eine andere Beobachtung ist das Meditieren im Schweigen, wenn ein ganzer Kreis bewusst schweigt. Das ist sehr kraftvoll oft. Und dann habe ich noch so, was ich bei mir selber ausloten möchte am Schweigen, ist, dass ich bin jemand, die nicht so gerne viel spricht, nur manchmal. Und habe auch das Gefühl, oft wenn ich in Gruppen bin, es kommt eher zum Schweigen, wenn ich da bin. Und das kann ich selber noch nicht einordnen, warum. Also das kann ich jetzt einfach mal so sagen. Dann gebe ich weiter. Setze ich mal einen Kontrapunkt. Mir fiel sofort ein, man kann nicht kommunizieren. Der gute Watzlawick. Also auch Schweigen ist ja eine Form von Kommunikation. Also an sich. Und dann haben wir ja eben die ganze Mimik und Gestik. Also die ist ja, also guck mal jetzt Anna, ja, jetzt guckt sie nach oben. Also auch wenn sie kein Wort von ihr höre, ist es ja nicht, dass sie nichts sagt. Also in dieser Zoom-Runde ist es ja nochmal anders als das, was jetzt, also in der klassischen Meditation, also selbst da ist ja die Mimik und Gestik. Und das ist mir nochmal eben so bewusst geworden. Ja, können wir, was heißt eigentlich wirklich schweigen? Weil das können wir ja gar nicht abstellen. Oder? Das Schweigen abstellen oder die Kommunikation? Na, diese wortlose Kommunikation, also letztendlich, was ist denn Schweigen? Also wie definieren wir das jetzt für unsere Runde? Vielleicht ist das die richtige Frage dazu. Genau, darum geht's. Es gibt ja viele Sorten von Schweigen, ne? Und die Birgitta, entschuldige, ich tue dich jetzt mit der anderen immer wieder verwechseln, hat es ja schon gesagt. Es gibt Situationen, in denen du das Gefühl hast, du kannst jetzt gar nicht schweigen, weil da wird irgendwas von dir erwartet. Nur meine Hunde schweigen jetzt auch gerade nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Und dann gibt es Schweigen, das sehr viel lautsprechend ist, nicht? Wenn du jemanden zum Beispiel irgendwas sagst oder eine Frage stellst und dann kommt nichts, dann kannst du dir schon vorstellen, wie die Antwort ist, nicht? Und so. Wenn euch Beispiele einfallen, wäre das gut. Ja, gerne. Komisch, also ich habe den Impuls, ich hole nachher eine Klangschale. Also das ist jetzt meine Idee, wir reden sozusagen ohne Pausen dazwischen. Und ich bitte darum, dass mir nach einem Beitrag einfach so einen kurzen Moment, bis der Klang verklungen ist, würde ich mich freuen. Ich habe den Vortrag mir angehört beim Radlfahren und da war ja schon, die meisten Aspekte waren angesprochen, aber ich erzähle von einem persönlichen, von zwei persönlichen, außer diesem Machtaspekt Schweigen. Ehe ich die GfK kennengelernt habe, kenne ich in Beziehungen dieses tödliche Schweigen. Also so über Wochen lang, also boah, in Beziehung, wenn sie schlecht läuft. Aber ich habe jetzt gedacht, körpersprachlich Schweigen zum Beispiel, die Elke und ich, wir kennen uns aus den Diaden, wir machen also in der Früh die Diaden und da werden wir gebeten, zum Beispiel eben kein Gesicht zu verziehen, sondern eben eine neutrale Mimik zu machen, damit man dem anderen wirklich nicht beeinflusst in dem Erzählen oder in dem Kontemplieren, sondern dass das Gegenüber wirklich einen Raum bietet, eben in dem man sich unbeeinflusst wirklich entfalten kann oder auch schweigen kann, eben, ja, genau. Und das zweite, Schweigeretreat, also zum Beispiel, ich habe einmal eine Woche bei den Sufis gemacht, zum Beispiel, und das war unglaublich bereichernd, wie man die Menschen kennenlernt, wie fein der Umgangston wird, aber da ist es eben verabredet. Und es gibt ja auch irgendwie auch so Signale, dass man sich was anheftet. Also kenne ich auch aus Klinikaufenthalten, dass man eben signalisiert, ist nicht böse gemeint, sondern das ist ein Beschluss, ich schweige. Oder ich bin im Schweigen, sagt man. Danke. Wo ist jetzt das Handy? Hallo Marie-Rose.
Hallo, Entschuldigung, ich habe im Garten die Zeit vergessen. Das heißt, bei dir ist es noch nicht dunkel, so wie bei der Brigitta. Genau, hier ist es jetzt noch richtig taghell, allerdings mit vielen grauen Wolken. Ja, wir reden über Schweigen. Und wir haben dich auch schon genannt, weil du ja immer gern Schweigen hast. Und die Anna hat vorgeschlagen, dass sie ihre Klangschale holt und dass wir jetzt mal das ein bisschen üben, das Thema, was wir heute ansprechen. Ist noch auf dem Weg. So, brauchen wir gar nicht das Handy, sondern mich hat in diesem Podcast eine Aussage besonders berührt, nämlich dass Sie beschrieben haben, das kindliche Schweigen als Selbstschutz, als um seinen Raum zu bewahren. Und das hat mir eine ganz neue Perspektive gegeben, weil ich habe das als Jugendliche tatsächlich öfter gehabt, dass ich in Auseinandersetzungen geschwiegen habe. Und dann hieß es immer, ich bin bockig. Und das jetzt mal anders benannt zu sehen, das war ein Akt des Selbstschutzes, was es in der Tat wirklich war, hat eine große Erleichterung für mich gebracht. Also wirklich sehr, sehr interessant. Ja, es wurde ja auch am Anfang gesagt, das Sprichwort, ne? Si tacuisses philosophos mansissas, nicht? Wenn du geschwiegen hättest, hätte man nicht gemerkt, was du für ein Blödsinn erzählst, sozusagen. Da wärst du weiterhin als Philosoph durchgegangen. Das kenne ich schon ewig, seit dem Lateinunterricht früher, dieses Sprichwort. Also, Schweigen kann auch sein, wenn man es eben nicht ganz genau weiß, was man sagen soll oder antworten soll, da sagt man lieber gar nichts, damit man sich nicht blamiert. Insofern ist Selbstschutz nicht nur als Kind, sondern vielleicht auch als Erwachsener. Und ich denke, es ist nicht immer, also aus dem Grund, dass man sich nicht blamieren will, sondern dass man gerade den Eindruck hat, ich kann hier nichts beitragen oder das, da ist gerade nichts, was ich hier zu sagen hätte. Also das wären so eher meine Gründe, weswegen ich manchmal schweige. Ich warte auf einen Impuls, wo ich klar habe, ja, okay, das möchte jetzt gerade hier gesagt werden. Ich habe jetzt kurz gar nicht so verstanden. Anna, wolltest du nach jedem Beitrag die Klangschale machen oder machst du das intuitiv, wie du? Jetzt habe ich es gerade gemacht und ich glaube, das war dann gar nicht gehört. Also ich reagiere auf euch. Wie soll man es denn machen? Soll ich einfach, wenn ich das Gefühl habe, es tut gut, dass ich dann hebe und sage, so, ist das ein Vorschlag? Ja, und dass dann tatsächlich vielleicht eine halbe Minute oder eine Minute Schweigen ist. Ja. Genau. Okay. Also ist schon lang rum, die Schweigeminute. Ich wollte gerade sagen, jetzt müssen wir nur noch rauskriegen, wie wir das Schweigen wieder beenden. Einfach, wenn der nächste Impuls kommt. Genau, Ja, ja. genau. Ich kenne es halt so lang, bis man den Klang, bis der wirklich nicht mehr zu hören ist.
Ah, okay. Dann müsstest du wahrscheinlich aber auf das andere Zoom-Dings gehen, wo für Musicians, damit man den Klang besser hört. Du bist da drauf. Bei mir hat der Klang Bist du drauf? nachgeschwungen. Ja, bei dir nicht, Heidi. Na, nicht so lang, am Anfang schon, aber dass man Ja. bis zum Ende hören kann. Ja. Gut, ich höre noch mal hin das nächste Mal. Ja. Ich habe das Schweigen jetzt sehr angenehm empfunden. Ich habe mir gedacht, es ist so angenehm, warum aufhören? Angenehmes Schweigen. Und vorhin haben wir von unangenehmem Schweigen. Ich habe gerade gedacht, wenn du eine Frage gestellt kriegst und weißt nicht drauf zu antworten, hast du ja zwei Möglichkeiten. Entweder nichts zu sagen oder irgendeinen Blödsinn zu sagen oder versuchen zu beantworten oder. Ne? Da ist Schweigen auch eine Möglichkeit. Kommt darauf an, wie es dann aufgefasst wird, dieses Schweigen, als welche Antwort. Denn Antwort ist es ja auf jeden Fall. Naja, die dritte Antwort ist immer nur die, dass man aufrichtig sagt, muss ich nachschauen, weiß ich gerade nicht. Oder nachdenken. Stimmt, Schweigen ermöglicht Nachdenken erstmal. Wenn keine, das ist ja das Nette an den guten Dialogen, wo zwischendurch immer kurz entweder irgendwas weitergegeben wird oder so. Dass man, also für mich ist es sehr angenehm, dann kurz denken kann oder kurz das nachwirken lassen kann und dass das nicht so Schlag auf Schlag geht. Da habe ich wieder was für uns Musiker, Victoria. Was ich gar nicht leiden kann, ist, wenn so ein tolles Konzert ist. War richtig toll. Und kaum ist der letzte Ton verklungen, da fangen sie an zu klatschen wie die Wilden. Ich möchte da immer gerne noch ein bisschen Ruhe haben und noch einmal hineinhören. Es könnte ruhig nur mindestens eine Minute sein. Ganz selten, wenn es wirklich so ergreifend war, dann halten die Leute mal ein bisschen ruhig, aber selten. Das ist sehr irritierend. Und ich glaube, das kommt aus lauter Nervosität, weil die meisten Leute nicht daran gewöhnt sind, eine lange Zeit zu schweigen. Also nämlich, Schweigen ist oft heutzutage sehr unangenehm und auch ist Stille. Also ich gehe kaum in ein Geschäft mehr, weil diese endlose, so entsetzliche Musik mich so stört, dass ich total nervös werde und dann kann ich die Sachen nicht einkaufen. Ich bin zu nervös, also eine Entscheidung zu treffen. Und noch schlimmer bei der Musik, also meines Erachtens ist, dass die Leute ständig applaudieren, also zwischen den Sätzen von Stücken und so weiter. Also, und oft auch bei klassischer Musik wissen sie nicht, was das Protokoll sei. Und die applaudieren nach einem Solo, wie in einem Jazz, in einem Jazzkonzert. Und das ist natürlich ganz verboten bei der klassischen Musik. Andererseits habe ich gelesen, dass zum Beispiel in Teatro La Fenice in Venedig, dass es üblich war, zu kochen sogar und also so Abendessen vorzubereiten in den verschiedenen, wie heißt das, the boxes, also in den verschiedenen, im Open House. Und ich glaube, La Fenice ist, glaube ich, zwei oder dreimal total verbrannt wegen Kochunfälle. Und also das heißt, das Protokoll ändert sich ständig. Also wahrscheinlich waren Leute ganz unruhig auch in der Vergangenheit, aber wir sind heutzutage einfach nicht mehr dran gewöhnt. Ich meine, als Musiker. Und wir erwarten einen gewissen so Respekt und eine gewisse Ruhe bis, wie du gesagt hast, Heidi, bis
dass das Stück wirklich zu Ende ist und man also die Gelegenheit hat, ein bisschen das noch zu genießen. Also ich hab eigentlich ich kann einen Link also drinnen schreiben. Ich habe ein Review, also als Kritikerin für das Verdi Requiem, also vor vielen Jahren. Und da habe ich eigentlich über die Stille geschrieben. Also ich schreibe es hinein, also den Link, das war für Huffington Post, also in New York. Aber die Stille, ja, die Stille ist sehr wertvoll und Schweigen finde ich auch sehr wertvoll. Also wie in Bambi, also wie im Film von Walt Disney, sagt der kleine Hase zu Bambi, meine Mutter hat mir gesagt, wenn du nichts Gutes zu sagen hast, dann schweige bitte. Und es ist sehr, ich habe das schon als kleines Kind gesehen und hab gedacht, naja, das ist eigentlich guter Rat. Also wenn nichts Böses sagen, sondern einfach schweigen, wenn es nicht etwas Schönes und Gutes. Und schade, dass alle so diesen Rat nicht folgen. Jetzt ist es doch zum Beispiel, wir haben jetzt geschwiegen und wir wissen, dass es okay ist. In vielen anderen Situationen, da denken wir, oh, jetzt ist es so lange Pause, jetzt muss man ja unbedingt was sagen und da fängt man an, loszuplappern, nicht? Es ist ein unterschiedliches Gefühl dem Schweigen gegenüber. Jetzt geben wir uns die Erlaubnis, mal eine Weile lang nichts zu sagen. So. Muss kein Entertainer einspringen. Und ich ringe zum Beispiel immer wieder. Ihr wisst ja, ich habe eine Brunnenrunde hier live gegründet. Die war am Mittwoch. Und da habe ich als Modell halt immer noch den integralen Salon. Und die halten sich nicht dran. Also ich bin wirklich am Ringen, weil ich da ein bisschen so wie die Wächterin bin, also dieser wichtigen Gesprächsregeln. Aber die sind begeistert gewesen. Also über Utopien, also so, weil es auch natürlich bewegend war. Aber gleichzeitig habe ich einfach gemerkt, dieses eine sozusagen gibt der anderen die Hand sprachlich. Und es wird Bezug genommen aufeinander, also und eben durcheinander, nicht im Kreis. Also dann bin ich ambivalent, bin ich jetzt zu streng? Soll ich mich freuen, dass viel so lebendig ist? Oder soll ich mich ärgern? Also so für mich so die Frage. Also ich merke einfach, das ist so ein Kämpfen. Und da würde ich gern wissen, was ist eine gute Verhaltensweise? Gerade in Gruppen. Also wie gesagt, Modell, integraler Salon, also fand ich schon eindrücklich. Ja. Das heißt, du setzt integrales Salon mit Schweigen zwischen den Beiträgen gleich. Ja, genau. Also und auch so eine Bewusstheit drüber. Zum Beispiel, muss es gesagt werden? Ist es der richtige Moment? Ist es ein wertvoller Beitrag? Also all diese Dinge, die sozusagen, also eine Bewusstheit, ist es jetzt das Ego, das da, also das beobachte ich ja auch, ist es jetzt das Ego, das da jetzt unbedingt gut dastehen will und gescheit daherreden will? Oder, also ich merke halt, dass diese Bewusstheit, die würde ich gerne mehr kultivieren. Und ich weiß, ich bin selber davon betroffen, also von diesem, ich möchte gut dastehen oder ich, ja, also ich habe es jetzt versucht zu schildern, wie die Situation ist. Und es ist auch, ich kenne auch aus tantrischen Zeiten einfach die ganze Kreiskultur, also wo 30 Leute wirklich den der Sprechstab, also wir haben den rumgegeben, sogar bis zu 3 Runden und dann hat man halt weitergeben, wenn man nichts mehr zu sagen hatte. Aber zu erleben, oh, ich würde jetzt gerne und muss die Klappe halten, weil ich nicht dran bin. Ich finde es eine ausgesprochen gute Schulung. Und es hieß immer, nimm dir nichts vor. Das heißt ja, fasse dich kurz, sprich von Herzen und sprich spontan. Also es gibt so 3 Sätze zu dieser Kreiskultur.
Genau. Und haben die Mitglieder in dieser Gruppe, haben die zu diesen drei Dingen zugestimmt am Anfang? Nein, die Gruppe habe ja ich gegründet und das ist sozusagen meine Vorgabe, dass ich genau sowas, wie wir halt, wie ich von hier kenne, es war ja die Idee, ich will euch, ich liebe, sozusagen, ich liebe euch, ist jetzt zu hoch gegriffen, aber ich schätze die Runde so sehr und habe dann eben gemerkt, so wie ich lebe, ich brauche Menschen vor Ort und deswegen habe ich die Brunnen Live gegründet und da habe ich diese sozusagen Regeln, die Prinzipien, die habe ich einfach vorgegeben und habe von Anfang an kämpfen müssen. Aber vielleicht ist es auch, vielleicht kann man eine Runde, ich weiß nicht, ja. Aber in manchen Gruppen ist es ja wirklich so, dass du selber dann zustimmst zu den jeweiligen Regeln. Dass die Menschen eigentlich jede und jeder mit den Regeln irgendwie thematisiert wird und entweder zustimmt oder was dazu sagt oder vielleicht was addiert oder was wegnehmen will oder so. Dass das die persönliche Zustimmung irgendwie vorhanden ist. Wir haben da in Salzburg auch mal so eine Dialoggruppe gehabt. Da haben wir dann auch eine kurze Runde gehabt, stimme ich dem zu oder so, ja. Ich weiß nicht, ob es wirkt, keine Ahnung. Aber es wäre vielleicht, also ich kenne es halt, dass man das macht. Und man kann ja eigentlich auch probieren. Man kann ja einfach mal die Diskussion oder das Gespräch einfach eine Stunde laufen lassen und dann mal sagen, okay, jetzt stimmen wir mal zu Vorsicht und schauen, wie es läuft, wenn wir zu diesen Dingen zustimmen. Und dann kann man ja sehen, wie es einem selber, das kann man irgendwie selber evaluieren, vielleicht als Gruppe, weiß nicht. Oder ist das zu kompliziert? Danke, ich werde drüber nachdenken, reflektieren, wie wir es im Herbst machen, weil ich bin die nächste Gastgeberin. Und es war schon sozusagen schon so, dass wir eben gesagt haben, die Gastgeberin bestimmt, wie wir es handhaben. Aber ich werde drüber nachdenken. Ich wünsche dir, Anna, dass du nicht aufgibst mit deinem Anliegen, weil es macht definitiv einen richtig großen Unterschied, wenn die Menschen in dieses Bewusstsein kommen und nicht auch nach äußeren Regeln handeln müssen, sondern wirklich in dieses Bewusstsein kommen und spüren und merken, dass es einen einfachen Unterschied macht in der Qualität der Kommunikation, wenn jeder ein bisschen darauf achtet, nicht ins Debattieren zu kommen, nicht ins schnell, schnell, ach, ich muss noch meins noch schnell sagen, raus aus diesem Impuls. Dazu ist mir auch eine Idee gekommen, man könnte das ja als Übung machen, zu beobachten, was es mit einem macht, wenn man zugestimmt hat zu schweigen und dann aber was sagen will, ja, und dann aber sich verpflichtet hat, jetzt also nicht gleich reinzuspringen und dass man sich dann am Ende drüber austauschen kann. Ne? Denn es ist nicht einfach, wenn man gewohnt ist, immer gleich reinzuspringen, wie ich das öfter mal mache. Ne? Ich bin aber sozusagen der Moderator, nehme mir dann das Recht raus, ne? Noch eine Kombination aus, also wie ich finde, jedenfalls aus Schweigen und Sprechen. Ich hatte mal so ein, ich habe ja lange Jahre Bewusstseinstraining gemacht und da war ein Trainer, der hat auf mich wie, also den habe ich sehr bewundert, wie ein großes Vorbild sozusagen. Der hatte nämlich eine Eigenschaft, sehr aufmerksam und schweigend zuzuhören, wenn man was erzählt hat.
und mit ganz wenigen knappen Fragen, vielleicht das Ganze noch präzisiert. Und dann hat er einen Satz am Ende gesagt und das war immer ein Volltreffer. Und ich, also diese Achtsamkeit und Genauigkeit, mit der er hingehört hat, was da gesprochen wird und auch natürlich hingespürt hat, was ist der Hintergrund des Problems, das man gerade schildert, das hat zum einen natürlich das Tempo rausgenommen und zum anderen auch den Fokus sehr geschärft auf seine Antwort, weil es kam nicht viel, es war einfach ein Satz am Ende und das war's. Könnte es sein, dass nicht schweigen können damit zu tun hat, dass man nicht zuhören kann? Naja, das Klassische, dass man innerlich schon sozusagen spricht, dass man nicht zuhört, sondern dass man innerlich schon argumentiert oder die Idee formuliert. Das ist ja der Ausdruck von eben nicht wirklich zuhören. Mir ist jetzt vorhin gerade noch eingefallen, wir haben jetzt so eher über Schweigen und Sprechen im sozialen Kontext uns ausgetauscht. Was ja ganz extrem formuliert ist, immer wieder in ganzen Achtsamkeitstrainings, also auch natürlich im Human Design oder mehr noch bei den Jinkies, dass einfach Stille die Essenz ist, um überhaupt in sowas wie eine, um sowas, um Räume sozusagen zu betreten, die eine ganz andere Art von Verbundenheit und von Zugang zu Erkenntnissen, dass da eben diese mentale oder überhaupt, also einfach diese Art von Stille kultiviert wird. Ich nenne es meditative Kommunikation. Und es gibt ganz einfach auch unterschiedliche Kommunikationstypen. Und die haben Leichtigkeit entweder im Sprechen oder im Argumentieren oder eben im Stillsein und die aus der Stille heraus dann tatsächlich mit einem Satz oder mit wenigen Worten etwas treffen können. Wohingegen mir die Kommunikativen, die so schnell sprechen, sind eher, wenn sie am Anfang einer Gruppe, wenn irgendetwas in Bewegung gesetzt werden soll, da sind die manchmal gut. Aber die können halt eher selten in die Tiefe gehen in der Kommunikation. Ich fand ja schon, Kommunikationstypen finde ich etwas sehr Wichtiges, um zu verstehen, um ins Verständnis zu kommen über die Art und Weise, wie unterschiedliche Menschen kommunizieren. Und das, denke ich, macht manchmal die Kommunikation schwierig, wenn zwei völlig entgegensätzliche, gesetzte Typen miteinander reden und die dann überhaupt nicht mit hinkommen. Der eine blub und der andere sagt gar nichts und der blub geht's weiter. Ein bisschen ist es auch Kultur. Ich habe eine Freundin, die ging mit mir in die Schule, die hat gesprochen wie wir alle. Und seitdem sie in Italien lebt, oh, schon 30 Jahre mindestens, spricht die doppelt so schnell, auch auf Deutsch. Für mich hängt schon seit ein paar Minuten die Frage im Raum, was ist die Motivation im, ja letztendlich, egal ob jetzt schnell sprechen oder normal beziehungsweise schweigen, was ist dahinter? Also du hast gesagt, das seid ihr in Italien, aber was ist es? Ist es bloß das an Rand oder ist es, weil Italiener so schnell sprechen, damit sie da reinkommt und auch mal was sagen darf? Oder also, was steckt da hinter dem Impuls, sofort reinzugrätschen? Ich sehe ja auch den Unterschied beim Autofahren.
auf dem Dorf sind viel größere Lücken oder ich sag mal im Umland, wenn ich hier in Berlin zu große Lücken lasse, dann habe ich Stress pur. Dann springen mir die rein wie die, also als, ja, oder die rennen ja hier auch wie die Idioten einer U-Bahn hinterher, die alle 3 Minuten fährt. Als ob das Leben davon abhängt. Also was treibt den Einzelnen? Ich denke, es gibt auch verschiedene Typen in Schnelligkeit und Langsamkeit. Manche Leute sind extrem langsam in allem und vielleicht eben auch entsprechend, und manche sind extrem schnell in allem. Und manche, die schnell sind, kriegen sogar ganz gut hin, was sie machen. Und manche, die langsam sind, sind zwar langsam, kriegen es trotzdem nicht hin. Also es ist nicht unbedingt ein, man kann da nicht unbedingt Schlüsse draus ziehen, dass langsam besser wäre in Bezug auf dem Effekt oder schneller besser wählen. Ich denke, es ist auch ein persönliches Charakteristikum, zum Teil jedenfalls. In Österreich gab es vor längerer Zeit einmal den Bundeskanzler Kreisky. Der war bekannt dafür, dass er langsam gesprochen hat. Aber er hat so mit Gewicht und Deutlichkeit langsam gesprochen. Ja, noch mal ein neuer Aspekt, ne, den wir vorhin mit der Musik hatten. Die Langsamkeit gibt ein bestimmtes Gewicht. Auch eine langsame Musik, Adagios oder sowas, hat ja ein völlig anderes emotionales Botschaft als eine schnelle Musik, ne? Und beim Sprechen ist das sicher genauso ähnlich. Ich würde noch ganz gern, wenn von euch hören, diesen Aspekt von Meditation, Stille, also wirklich dieses eben allein für sich. Ich praktiziere es ja nimmer, weil ich gemerkt habe, doch, ich praktiziere schon. Ich mache die Chakrenmeditation, also das summe ich. Aber wirklich sitzen, Vipassana oder also und wirklich beobachten, ist mir, also mache ich schon lange nicht mehr gerade, aber ich weiß eben, es ist eine Wahnsinnspraxis, um eben Antworten zu kriegen, also einfach um diesen Raum überhaupt für Antworten, woher auch immer, dass die kommen können, dass man überhaupt was mitkriegt. Dazu ist doch Stille total nötig. Ich finde es allein schwieriger. Also ich schweige viel und ich kann auch in der, für mich ist jetzt das Schweigen in der Natur, das hat für mich dieses, weil da immer irgendwie dann doch ist ein Vogel oder es rauschen die Bäume oder so. Das ist das Menschliche schweigt dann und die Natur hat irgendwie kommuniziert dann plötzlich. Das ist ein Aspekt. Und der andere Aspekt war, dass es einfach in der Gruppe, wo alle beschließen, wir schweigen jetzt, erstens mehr Kraft hat und für mich ist es viel leichter, dort zu schweigen, obwohl ich so auch schweige, aber da schweige ich halt nicht so bewusst oft.
vielleicht ist bei mir gekommen, also ist mein Sonne, mein Hexagramm, also die Msidi, das ist der Berg über Berg und das ist die Ruhe, das ist ein Buddha-Tor sozusagen in der höchsten Entfaltung. Also und da ist es die Ruhe vielleicht, ja, und ich trotzdem setze ich Stille und Ruhe fast gleich. Also zur Ruhe kommen und Stille ist dieses, ja, für mich ideal. Obwohl ich durchaus die Lebendigkeit natürlich, die haben wir ja auch angesprochen, schätze, aber ich merke eben dieses, genau, wurscht, ob es jetzt im Auge des Hurk, wie heißt es, Hurricane oder so, da ist die Ruhe und die Stille, oder eben der Berg repräsentiert die Stille, die Ruhe. Wir haben jetzt ein bisschen Schweigen und Stille und Ruhe gleichgesetzt, aber ich glaube, das ist was Verschiedenes. Ich denke, Stille kann im größten Krach stattfinden als Hintergrundqualität. Die Hintergrundqualität von Musik ist Stille. Und Schweigen ist vielleicht eine. Ich entwickle das jetzt so aus dem Nichts raus. Schweigen ist für mich eine Form von Stille. Und Ruhe muss nicht unbedingt Stille sein. Also das werfe ich jetzt nur mal so rein, das kommt mir so. Für mich sind es unterschiedliche Begriffe und Qualitäten. Dann gibt es ja auch noch ein Schweigen, was überhaupt nicht ruhig ist, sondern ein eisiges Schweigen, das sich sehr unangenehm anfühlt. Und umgekehrt kann eine Aktivität auch sehr ruhig sein, egal ob es jetzt mit Sprechen oder ohne Sprechen ist. Einfach eben mit Achtsamkeit, das würde ich jetzt eher gleichsetzen, oder ist die Voraussetzung für Ruhe, vielleicht eine Achtsamkeit. Birgitta, du sagst was, aber man hört nicht viel. Ich gebe jetzt gerade den Autogeräuschen, die durchs Fenster reinkommen, ihren Raum, in dem ich schweige und die aber, da kommt die Lebendigkeit der Autogeräusche herein und im normalen Leben schalte die einfach weg, weil ich wohne da in Salzburg in einer Wohnung, da sind immer Autogeräusche, außer mitten in der Nacht vielleicht nicht, aber sonst schalte die weg und dann durchs Schweigen kann man dann ganz wohlwollend dir mal zuhören. Es ist schon, Schweigen macht die Achtsamkeit. Aber danke, Adelheid. Das war jetzt keine, irgendwie, es hat jetzt nicht so ganz auf deins gepasst, aber ich habe die schön gefunden, die unterscheiden. Ich würde gerne nochmal aufnehmen, was Anna gesagt hat. Du hast gesagt, du hast jetzt schon lange nicht mehr sozusagen klassisch meditiert mit Sitzen. Oder wie hast du es formuliert und wieso? Also muss man zum Meditieren sitzen? Also mein Ziel ist es, in so viele Alltagsaufgaben als möglich das irgendwie einzubinden und dass ich mein Gemüse meditativ schnippel. Also meine tiefste Meditationserfahrung habe ich nicht im Sitzen gehabt. Die habe ich gehabt, als ich hier wie dusselig gefaltet habe, ohne Sinn und Verstand. So, da habe ich dann endlich verstanden, ah, das ist das, wo die Leute drüber reden.
Also, ich habe das gar nicht im Sitzen gehabt. Also, ich bin begeisterter Verfechter einer aktiven Meditation. Vielleicht ist das ja auch von der Persönlichkeit abhängig. Weil du bist ja auch so ein Wirbelwind mit Tanzen und Machen. Du bist ja auch keiner, der so. Oder keine. Die da einfach nur so rumsitzt, oder? So. Es gibt unterschiedliche Arten, also ohne Zweifel. Und ich glaube auch, dass das ideal ist, wie man etwas macht. Also jetzt bin ich gerade verwirrt, weil ich mir denke, was ist jetzt unser Thema eigentlich? Ist es Stille oder ist es Schweigen? War ich mal jetzt ganz unsicher. Ja. Ich schweigen, ja, aber wir haben es entwickelt. Also jemand, der Stille nicht aushält, kann natürlich auch nicht schweigen. Und ich kenne da jemand, die lässt keine Pausen zu, weil das geht nicht, das ist zu anstrengend. Und sie war einmal in einer Meditationsgruppe und ist da rausgeflogen, weil sie natürlich nicht still war. Es ging einfach nicht. Ich denke, also das ist vermutlich aus irgendeiner alten Verletzung oder was auch immer, dass das einfach nicht möglich ist, zu schweigen, eben die Stille nicht auszuhalten. Und in schwächerer Form haben es ja ganz viele Menschen, wenn dann den ganzen Tag der Radio läuft oder der Fernseher läuft, um irgendein Hintergrundgeräusch zu erzeugen, was eine menschliche Stimme hat oder so. Oder die blöde Musik in den Geschäften, wie die Victoria sagt, ne? Und die hat natürlich auch noch eine Funktion, die sollte ich ja auch noch zum Kaufen bringen. Aber mich kriegen sie dadurch auch nicht zum Kaufen. Vielleicht einen schönen Beethoven oder Mozart, das könnte schon eher sein. Aber nicht dieses Getöse. Ich denke mal, dieses Radio laufen lassen und so, also ich mache das eigentlich nicht, ja, aber ich bin schon hier und da mit Menschen zusammen, die das gerne machen. Oder dann gibt es ja die, was weiß ich, in der Türkei oder so, wo fast immer der Fernseher läuft, ja, mit oder ohne Ton. Oh, jetzt donnert's. Das gibt da so ein Eingebundensein in die Welt, ein akustisches Eingebundensein. Weil schweigend zu sein und dann vielleicht allein in der Wohnung zu sein oder allein irgendwo hinzugehen, da bist mehr auf dich geworfen und sonst hast mehr so das Gefühl, eingebunden zu sein über diese Töne. Beim Einkaufen würde ich das jetzt nicht hingeben, aber da ist es eher zum fusselig machen, dass man mehr kauft. Oder? Bedeutet, Schweigen kann auch Einsamkeit bedeuten. Ich weiß, dass es CDs gibt, die man auflegen kann mit Hausgeräuschen. Vor allen Dingen, wenn man plötzlich ganz alleine ist und der Partner vielleicht gestorben oder irgend sowas und dass man es nicht erträgt, allein zu sein. Und dann kann man sich solche CDs auflegen. Was weiß ich, Klo oder Teller klappern oder irgendwas auf CD hat, ne? Um sich nicht so allein zu fühlen. Und dann ist Nichtschweigen sozusagen die Therapie. Mir kommt gerade, das ist doch bloß eine andere Form von Schweigen. Also da sind zwar vielleicht Hausgeräusche, aber ich bin ja trotzdem alleine. Das heißt, ich gehe ja trotzdem in eine Form
Ich weiß, ich habe gar kein Wort dafür. Habt ihr eine Idee, was ich ausdrücken will? Ja, dass es eine Illusion ist, nicht? Das ist ja klar. Genau. Ja, weil wir manchmal lieber Illusion als Realität, nicht? Wir haben die Realität, dass wir jetzt eine Stunde zusammen sind. Und vielleicht können wir so irgendwie noch ein Abschlusswort finden, was wir daraus mitnehmen aus unserer Suche nach Worten, Definitionen, Erfahrungen und so weiter. Fang mal an, weil ich gerade ganz begeistert bin an die Erinnerung, wie gut Schweigen ist. Ich war am Benediktushof, das war das letzte Mal eigentlich, wo wir dann beim Mittagessen dieses kein Zwang zum Smalltalk, wo kommst du her, was machst du und all diese Dinge. Also ich merke eben, weil das bei den Sufis war 2004 oder 2005, genau, und jetzt im Benediktushof, das ist noch gar nicht so lange her, wie schön das ist. Befreit zu sein von diesem Smalltalk-Zwang. Und wie, ja, was da gehen andere Türen auf. Ja, das wollte ich sagen. Ich gebe weiter an die Marie-Rose. Ich habe, war durch, durch das Thema und wie unterschiedlich wir Menschen da sind, habe ich noch mal Lust jetzt bekommen, auch bei den Gichinkis zum Beispiel zu gucken und ja, über den Umgang mit unterschiedlichen, also was mein Thema, was mich dann interessiert, ist wirklich der Umgang mit diesen unterschiedlichen Kommunikationstypen und wie man das dann tatsächlich zusammenbekommt. Weil ich merke eigentlich ganz allgemein in Gruppen, entweder ist der eine Typ in Überzahl und dann funktioniert die Gruppe so, oder der andere Typ ist in der Überzahl und dann funktioniert die Gruppe anders. Ja. Und ich persönlich liebe einfach die, wo die Kommunikation langsam ist und wo man wirklich in die Tiefe kommt. Das erfüllt mich deutlich mehr. Ja. Soweit zu mir. Ich sehe gerade, dass Victoria geschrieben hat, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold, ist, glaube ich, das Sprichwort, nicht? Magst du noch was dazu sagen, Victoria? Magst du noch mal auftauchen? Ich bin noch immer nicht fertig. Es ist so heiß hier heute. Nein, nur ich wollte auch empfehlen, dass, dass ihr, wenn ihr Zeit habt, die Zauberflöte anhört, weil irgendwie also meiner Meinung nach ist Schweigen und Reden beziehungsweise Plaudern, wie es im Libretto heißt. Die sind also meines Erachtens große Themen durch die ganze Oper und wie wichtig es ist zu schweigen. Und wenn man den spirituellen Weg folgen will, dann hat das Schweigen eine große Bedeutung und spielt eine große Rolle. Und es ist auch lustig, weil es sind, naja, lustig, die Weiber, die Weiber plaudern viel, sagen nichts oder sowas, sagt einer von den Priestern. Aber man muss es mit Ohren aus dem 18. Jahrhundert anhören. Also sonst wäre es viel zu ärgerlich für uns Frauen. Aber es ist lustig auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist eigentlich ganz
das ist, diese Themen sind ganz tief eigentlich, glaube ich, bei der Zauberflöte, auch wenn sie so spielerisch sind. Das ist also die was heißt es? Freemasons, die Masonen. Hilf mir, Heidi. Naja, ich. Was? Die Freemasons. Freimaurer? Oh, Freimaurer. Ja, ich habe nicht gehört. Ja, Freimaurer, genau. Genau. Also, ich bin sehr verblüfft. Also, alles Liebe, die Stunde schlägt, ja. Und danke und ich muss jetzt schweigen. Und ich gebe weiter an die Ramona. Dankeschön. Ich habe ja vorhin die Frage oder das Thema Motivation, warum schweige ich oder nicht oder warum bin ich so schnell, was steckt dahinter? Und da ist mir jetzt gerade nochmal eine Szene für mich jetzt nochmal klar geworden, was mir persönlich passiert ist, Angst vor Machtmissbrauch. Also wenn ich sozusagen schweige, ja, wenn ich jetzt nicht gerade in so einem kontemplativen Kontext, in so einer Runde bin, wie wir jetzt hier sind, dass es dann auch gefährlich sein kann, zu schweigen oder nicht schnell genug zu sein, ja. Also, weil ich saß da auf dem Zahnarztstuhl und also das war dieser Druck, der da ausgeübt wurde, Unterschriften zu leisten und gewisse Sachen machen zu müssen, also das war schon heftig, was da passierte. Also das braucht halt, das Schweigen braucht halt auch einen Rahmen. Ist mir dann nochmal, also ein Commitment, also ich kann nicht einfach nur sagen, ich will schweigen, das, dann wäre ich überrannt in anderen Kontexten. Ich hab's genossen, ihr Lieben. Fühlt euch umarmt. Ach so, weitergeben. Dann gehen wir mal nach Österreich. Ja, ich finde es schön, das wieder bewusster zu schweigen. Ich habe mir gedacht, ich werde es versuchen. Ihr müsst mir sagen, ob ihr was hört. Es ist bei uns ganz starker Regen. Ich werde den Computer so halten und ihr müsst mir sagen, ob ihr ihn hört oder nicht, wenn ihr schweigt. Hört man was? Nix. Okay. Nee. Dann ist er nur in Österreich. Und dann schicke ich euch Grüße aus Österreich und danke für die. Ich werde jetzt wieder bewusster immer wieder mal schweigen und auch diese Unterschiede zwischen Schweigen und Stille und Ruhe ein bisschen ausloten. Vielen Dank und ich gebe weiter an die. Warte ein bisschen, da steht kein Name. Ekel. An die. Ich glaube. Ekel. Ja, genau, bitte. Genau. Ja. Ich hatte keine Impulse zu sprechen, ob das an dem Thema liegt. Ich weiß es nicht genau. Ich danke, dass ich dabei sein durfte und einen schönen Restabend euch allen. Jetzt gebe ich weiter an Annalisa. Danke dir. Also ich habe es halt auch sehr genossen, diese verlangsamte Runde mit Pausen dazwischen. Also für mich bedeutet es auch, dass es mehr Tiefe bekommt, dass es mehr sich setzen kann. Und ich höre dann auch meinen Verstand plaudern und frage mich dann, ist das jetzt wichtig zu sagen? Nein, ist es nicht. Okay. Das ist wirklich eine spannende Erfahrung. Können wir gerne bei anderen Themen auch machen, finde ich. Ja, danke. Ja, gut, dann bleibt, glaube ich, nur noch ich. Ja, ich wollte noch zu dieser Erfahrung am Benediktushof, jetzt habe ich ja auch mal gemacht, wo dann gegessen wird
Und man hört dann so laut das Geklappere und sogar die Leute, wenn sie essen und kauen, was du normalerweise nicht hörst. Das ist eine völlig neue Klangerfahrung, wenn alles ruhig ist. Das ist schon spannend, obwohl es auf die Dauer dann schon auch schwierig ist. Man würde schon ganz gern was sagen. Mann, ich. Ja, ich fand es auch schön. Ich danke euch, dass ihr wieder dabei wart und ein neues Thema ausgelotet. Und unter Umständen erinnern wir uns ja das nächste Mal dran, nicht? Dass man das einbauen kann in unser Zusammensein. Ich fände die verschiedenen Kommunikationsformen, die Marie-Rose erwähnt hat, vielleicht können wir die ja mal zum Thema machen. Mhm. Können wir gern. Nächstes Mal lest euch was an. Vielleicht finde ich was, vielleicht schicke ich was rum. Wer was findet, kann es rumschicken. Dass wir uns darauf vorbereiten. Okay, danke. Macht es gut. Ciao, ciao. Schönen Abend noch und schönen Tag und schönen nicht so überraschenden Arztbesuch für dich, sondern ein gutes Ergebnis, hoffentlich. Okay, ciao. Und ciao. Guten Geburtstag. Ciao.